Wolf. Ja, herzlich willkommen zur Nachspielzeit nach dem 2:2 gegen Erzgebirge Aue. Zu Besuch heute Wolfgang Spenke, kaufmännischer Geschäftsführer KSV. Wolle, Holstein lag 2:0 in Führung und du als ehemaliger Handballer, in einem Handballsport wäre das Spiel dann eigentlich entschieden gewesen, oder? Ja, ich glaube eher umgekehrt. Beim Handball eher nicht, weil man da auch nochmal andere taktische Möglichkeiten hat, was man da auch mehr auf dem Feld sieht. Heute war es schade, weil eigentlich sagst du, beim Fußball ist es durch, wenn du 2:0 führst, weil wir auch so drückend überlegen waren und das Tor kam nun wirklich aus dem heiteren Himmel und dann gleich das zweite nebenan und dann war es halt schwer. Da hatte ich so das Gefühl, dass Aue nochmal Luft und Hoffnung geschöpft hatte und dann war es zäh bis zum Ende und nachher haben sie ja eigentlich nur noch hinten reingestellt und dann war es natürlich für unsere Mannschaft unheimlich schwer dagegen anzugeben. Was ich aber positiv fand, dass man immer gespürt hat, dass unsere Mannschaft gewinnen wollte und das finde ich halt großartig. Ne? Und dann müssen wir auch mal mit einem 2:2 leben, auch wenn es schon ein paar mehr unentschieden sind. Ja, nun ist ja viele von die Rede, die Sieglos-Serie der Störche und 10 Spiele ohne Sieg. Aber wie sehen denn die Zahlen aus der Sicht des Kaufmanns aus? Ja, ich finde einfach, sollte man vielleicht nochmal sich da auf das Sportliche besinnen und sagen, Mensch, jetzt hat man vielleicht wieder unentschieden gespielt, wie man so hört, dieses wieder, kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, weil ich sage, Mensch, wir sind Tabellendritter, immer noch, egal was passiert und das jetzt seit 10 Spielen, wo wir vielleicht nicht gewonnen haben oder unentschieden oder mal verloren haben, das ist eine Leistung, wir sind Aufsteiger und ich finde, so langsam wird Kiel ein bisschen vermessen. Natürlich hatte man in den Spielen mal hier und da die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, aber wir haben eine überragende Hinserie gespielt und da muss man auch mal mit solchen Ergebnissen leben und gut, dass wir uns keine Sorgen machen müssen und das finde ich großartig. Und wenn man das zahlentechnisch sieht, ist es so, wir haben ja jedes Spiel ausverkauft, also die Gästefans entscheiden darüber, ob wir komplett ausverkauft sind oder nicht. Und das finde ich einfach großartig und das hat sich die Mannschaft verdient und auch das ganze Umfeld, dass wir hier eigentlich immer ein pickepackevolles Holsteinstadion haben und das finde ich einfach toll. Und wenn ich sehe, wie die Sachen angenommen werden von den Fans, von allen Leuten, die auch im Umfeld sind, dann sage ich, ist das großartig und da sollte man sich drauf besinnen, auch wenn es heute vielleicht ärgerlich war, dass man nur in Anführungsstrichen 2:2 gespielt hat. Das nächste Highlight steht ja schon vor der Tür. Wir spielen ja am Sonntag beim FC St. Pauli, da haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Wie geht es dir bei so einem Spiel? Hast du selber auch jetzt schon Vorfreude auf dieses, ja, dann doch sehr besondere Spiel? Ja, absolut. Also, ich meine, wir kennen Pauli eigentlich nur aus Freundschaftsspielen, ne? Dass er hier bei uns im Stadion gespielt hat oder man hat irgendwo anders mal gegen die gespielt. Jetzt geht es um Punkte und jetzt dürfen wir es auch erleben. Pauli hat ein wunderschönes Stadion, 30.000 Leute. Man kann davon ausgehen, dass es auch da ausverkauft sein wird und viele Kieler werden uns begleiten. Das ist toll. Und da freue ich mich einfach drauf, nicht nur ins Pauli-Stadion zu gehen, eine andere Mannschaft zu sehen, sondern unsere Mannschaft zu sehen. Und ich glaube, solche Herausforderungen liebt auch unsere Mannschaft. Und ich glaube, es wird ein sportlich sehr, sehr interessantes Spiel. Ja, an das Hinspiel erinnern sich ja noch viele Kinder. Da gab es ja, bevor Sie sich formulieren, doch einige Turbulenzen. Wie groß ist denn deine Sorge, dass das Rückspiel in einem fairen und friedlichen Rahmen abläuft? Ja, erstmal muss man, wenn man nochmal darauf eingehen will, auf das Hinspiel, ist es halt so, dass unseren Fans was Schreckliches widerfahren ist in der Nacht, wo sie eben, ich glaube sogar aus Aue wiederkamen und die waren so ein bisschen hilflos. Ne? Die Szene war geschockt, Fahne weg und will ich das nicht gutheißen, das was beim Pauli-Spiel passiert ist, aber ein Stück weit Verständnis hat man dann schon, wenn einem sowas widerfährt, wie unseren Fans, dass sie abends aufgelauert werden und doch dann auch übel zugerichtet worden sind. Das muss nicht unbedingt mit Pauli und es gibt auch überhaupt keine klaren Indizien dafür, dass es mit Pauli zu tun hat. Da hat sich, glaube ich, die Fanszene entladen, bei dem nächsten Spiel hätte vielleicht auch ein anderes Spiel sein können. Das war, glaube ich, die Hilflosigkeit unserer Fans. Natürlich ist es im Fußball verboten und ich kann es auch nicht gutheißen, aber wenn man die Umstände betrachtet, muss man auch ein Stück weit Verständnis dafür haben. Wir haben unsere Strafe als Verein bekommen und haben die auch beglichen. Ich hoffe nur und wünsche mir einfach, dass alle Fans, so wie sie sich in der ganzen Saison hier zu Hause und eben auch auswärts präsentiert haben, ein stimmungsvolles Bild zu geben, die Farben blau-weiß-rot auch in dieser Ehre und in dieser Freude, das erste Mal wieder nach 40 Jahren zweite Liga zu spielen, dass sie dem alle Ehre machen und unsere Mannschaft ordentlich anfeuern und unterstützen und dass das alles friedlich abläuft, davon gehe ich einfach mal grundsätzlich aus.
Sehr schön. Also freuen wir uns auf ein friedliches Derby am Sonntag. Wolle, schönen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Möchte ich einmal noch bitten, auf unseren Frühstücksplatz zu machen. Das mache ich auch sehr gerne. Zwischen den ganzen Spielern. Mensch. Ja. Ich such mal was. Bescheiden in die Ecke. Oder? Ja, ich mache mich mal hier so ganz klein rein. Super, vielen Dank. Dankeschön.